Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Let's Play Steinkogel hier im Chirigon-Simulator 2012. Wir befinden uns jetzt gerade immer noch hier oben an der Bergstation der Graukogel. Ne, Graukopf. Graukoffelbahn. Okay. Und ich will mich jetzt heute nochmal an die Lawinensprengbahn wagen. Weil ich bin zuversichtlich, dass ich das hinkrieg, den Berg wegzuspringen. Und ja, ich muss mich schon mal hier bedanken für die ganzen Kommentare und so unter den letzten beiden Videos, dass sie so gut angekommen sind und so. Lol. Und dann möchte ich auch hier die ganzen neuen Zuschauer begrüßen. An der Stelle, wer zuschaut und nicht abonniert hat, kann das gerne machen, würde mich mega freuen. Hier. Cool. Ah. Okay. Das ist jetzt hier unser Tutorial dafür. Also, man gehe die Treppe hoch, um die Lawinensprengbahn zu bedienen. Geh hier hoch, drücke R und dann viermal Q, um hier die Seidelbacher Müsli Riegel reinzuladen, aka Sprengstoff, sieht aber eher aus wie eine große Wurst. So. Und jetzt hier Numpad 0. Ist jetzt die Frage, wenn wir jetzt hier hingehen. Lass mal Steuerspannung. Crap! Wir haben gerade unsere Liftstation in die Luft gesprengt. Oh, wie geil. Ja, normalerweise. Ne. Komm schon. Oh. Ja, normalerweise macht man das so. Wenn ich dann mal hier endlich auf die Drecks Gebäude reinkommen könnt. So, wir machen jetzt hier Anwurf, Abfahrt. Müssen jetzt den Hang hier sprengen, also die Bahn fährt an. So, und wir müssen da drüben den Steilhang entschärfen. Deshalb tun wir ein bisschen beschleunigen. So, die fährt jetzt dahinter, so. Man ist hier Not halt rein. So, und jetzt tun wir das Sprengen. Congratulations, wir haben gerade eben den Hang von Ladwin her entschärft. So, Anwurf, Abfahrt. Muss ich auch so machen? Oh. Ich habe mich aber eigentlich schon immer mal gefragt, hier Lampentest. Cool. So, und jetzt gucken wir mal, wenn es hier rumkommt. Hoffentlich sehen wir das. Macht er hier eine sehr lange. Oh. Halt mal an. Brauchen wir nicht mehr. Wir müssen jetzt weitermachen mit Präparieren. Weil sonst kommen wir ja gar nicht voran. Also ich schaue, dass wir jetzt entweder schon am Freitag, also am Freitag werde ich vermutlich eine größere Aufnahmesession machen. Ob wir dann jemanden im Multiplayer begrüßen werden.
werden können, weiß ich noch nicht. Drück mir da auf jeden Fall die Daumen. Und oh, jetzt müssen wir uns hier mit der Winde einankern. Es geht mit, oh Gott, mit der Taste Nummer 6. Und mit, Moment, wenn ich jetzt mit 7 kann man wieder die Seil lösen. Und mit 5 kann man in die Richtung. Mit 4 in die Richtung. So. Aber wir wollen ja hier uns anketten. Jetzt hier runter, hier natürlich den einen Seitenfinisher ausklappen. Somit tun wir dann hier die Piste präparieren. Da haben wir den Hang, der oberhalb der Piste liegt, gerade eben ja entschärft, was Lawinen betrifft. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass wir hier auch einen schönen Speicherteich haben. Es sind viele, so viele Seen in der Karte verbaut. Habe ich so das Gefühl. Habe ich so das Gefühl gerade. Es gefällt mir. Also wirklich auch hier die Pistenfangnetze und alles. Gefällt mir sehr. Macht Spaß. Das zu sehen. Ich denke, hier wenden wir. Und fahren wieder zurück hoch. Falls ihr euch fragt, ja, mit was für einer Taste kann man eigentlich hier den Seitenfinisher ausfahren? Mit Y und X. Also mit Y den auf der linken Seite und mit X auf der rechten. Sollte so passen. Und wenn ihr die Fräse hebt, dann gehen die automatisch runter. Und wenn ihr das Schild abkoppelt, dann. Seid zur selbst schuld. Und ja, also mir gefällt es, dass hier auch mal steilere Pisten sind. Nicht nur so flachere. Jetzt in einem Großteil von Faunus. Oh. Ich sag mal so, Performance läuft bei uns. Wenn wir jetzt in die Richtung schauen, ich könnte mal gucken. Ich habe jetzt wie gesagt nicht den besten Computer bzw. Laptop. Aber wir können doch. Denn das? Nee. Ah. Kann man nicht hier? So, jetzt seht ihr meine FPS, wenn ich ins Tal gucke. Stabile 7. Okay, das ist traurig. Das ist sehr traurig. Sehr traurig. Jetzt hier mal hier die ganzen FPS-Zahlen sehen. Es wird mich ja auch. Moment, das muss ich jetzt nochmal gucken. Okay, wir haben hier stabile 9 FPS. Aber es fühlt sich jetzt nicht an wie 9 FPS. Wohl doch ein bisschen. 6. Ja, das ist gut. Das ist
sehr gut. 5 haben wir hier. Ja, hier oben sind. Also ihr merkt, die Map braucht Ressourcen. Zu meiner Ausstattung, ich habe meinen Laptop, der ist, ich denke schon 6 Jahre alt oder so. Damals, also hat ein i7 vermutlich erste Generation und eine als Grafikkarte eine GT, also von Nvidia GTX 590M. Sowas. Ich werde mir mal im kommenden Jahr mal einen neuen Desktop-PC kaufen mit mehreren Bildschirmen und so. Und ich hoffe, dass es dadurch besser wird. Ah, hör auf, Alter. Das ist ja traurig. Das muss man ausschalten. Das ist. Das kann ich gar nicht sehen hier. So. Für Nicht-Kenner, das war die Konsole, die man gerade gesehen hat. Ich weiß auch nicht mehr ganz, wie man die anmacht, aber. Ich kann es dann mal schauen und wenn ihr Bock habt und auch wissen wollt, wie man die Konsole anschaltet, schreibt es in die Kommentare, dann mache ich mich nochmal schlau und mache ein Video drüber. Weil das Konsole, das, der, den Konsole, weißt du, den Konsole ist gut für Spielen, weil dann kannst du zum Beispiel hier so den HUD ausblenden oder so Zeugs, FPS, du kannst, wenn ich das jetzt hier zeig mal hier, hier kannst du alles Mögliche. Du kannst hier die Uhrzeit hinschreiben. Wir können Z-Daytime 18 machen. Haben wir 18 Uhr. Wir können hier GS Autosave können wir machen. Wir können High Quality machen, aber dann krass alles ab. Start In-Game Mission. Start Snow, also es schneien lassen. Hier Toggle Flight No und No HUD Mode. Da kann man auch fliegen, aber ich weiß nicht mehr wie. Ja, und so weiter und so weiter. Was man auch kann hier mit F4, kann man hier gucken, was sich so unter den Sachen verbirgt. Und F5 kann man hier noch andere Sachen erkennen. Hier die ganzen Sachen. Hier auch die Licht. Das ausschaut mit Licht und so. Also sehr interessante Sachen kann man damit. Und ich denke, dass wir so fürs Wochenende entweder Samstag oder Freitagabend Community-Stream anlegen, wo wir hier vielleicht zwar nicht in dem Let's Play-Spielstand, aber in einem neuen Spielstand mal hier das komplett präparieren und alles. Was er dazu braucht, ist einfach zum Mitspielen Skype, wäre ganz geil, weil wir gerade im Moment keinen TS-Server zur Verfügung haben. Und ja. Mehr braucht's auch nicht. Außer die paar Sachen. Schon unsere erste schön präparierte Piste. Wir müssen aber noch in einige Gerätschaften investieren. Ich muss sagen, es schaut gut aus. Schaut hervorragend aus. Die Karte hier. So, wir machen das jetzt einfach mal ganz unrealistisch. Wir haben einen Sklaven, der da oben uns das abgehängt hat. Jetzt fahren wir halt hier so lang.
etwa absichtlich so, weil sonst komplett abspacken würde. So, aber wo haben wir denn den nächsten? Hier ist der nächste Windenanker irgendwo. Ich könnte schwören. Nein, das war der gelbe da oben. Ja, ich würde aber sagen, damit beenden wir mal die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, würde mich mega freuen. Schaut. Macht's gut. Macht's besser. Und tschüss, Leute.